Mit der Liebe ist es ja nie einfach, aber in Indien besonders kompliziert. Wer sich liebt, versteckt sich, geküsst wird heimlich im Park, unter Bäumen oder im Busch. Die Eltern dürfen nichts wissen. Rita treffen wir in diesem Park. Auch sie war eine heimlich Liebende, aber das ist lange her, 3 Jahre jetzt. Sie möchte sich so gern wieder verlieben, aber da ist keiner. Ja, ich fühle mich allein. Ich bin hier früher auch mit ihm gewesen, meinem Freund. Aber es hat nicht funktioniert. Ich bin zwar darüber hinweg, aber mir fehlt jemand. Der Freund war nicht der Richtige, hat sich nicht gekümmert, wollte nicht arbeiten. Die Liebe zerbrach und Prita ist wieder allein. Prita glaubt nicht mehr an die romantische Liebe. Prita glaubt ans arrangierte Glück. Dafür ist Anup zuständig, ihr Vater. Anup gibt eine Kontaktanzeige auf. Er sucht einen Schwiegersohn, seine Tochter muss endlich verheiratet werden. Das dritte Mal schon macht er sich auf den Weg, wieder voller Hoffnung. Zweimal waren sie erfolglos. Prita, seine Tochter, ist ein Sorgenkind, schon 27 und ein bisschen zu dick. Aber diesmal wagen sie was Neues. Es ist die erste Anzeige mit Foto. Anup hat die Fotokiste durchgestöbert. Etwa 30 Euro ist ihm das Glück seiner Tochter wert. Den Text hat er aber gleich vom letzten Mal genommen. Der hört sich weniger nach Liebe, eher nach Gebrauchtwagen an. Alter, Größe, Beruf und noch die Telefonnummer. Zu viele Details machen die Sache zu teuer. Also machen wir die Anzeige nicht zu lang. Wer Interesse hat, kann uns doch anrufen. Dann besprechen wir die Details. In ein paar Tagen wird Pritas Foto gedruckt. Die Konkurrenz ist groß. Pro Woche veröffentlicht allein diese Zeitung hunderte Anzeigen. Nicht die jungen Leute haben sie aufgegeben. Die Eltern sind verantwortlich. So ist das bei uns. Der Vater übernimmt den Job. Nur ich kann die Anzeige aufgeben. Die Eltern werden über die Ehe entscheiden. Das ist unsere Tradition. Der folgen wir. Wir suchen die Liebe in Kalkutta. Es kann doch nicht so schwer sein. Warum findet er nicht sie und sie nicht ihn? Jeden Tag begegnen sich doch Hunderttausende. Aber den Zufall entscheiden lassen, das mögen sie hier nicht so richtig. 90% der indischen Ehen sind arrangiert. Auch Prita geht diesen Weg. Ihre Wünsche sind handfest. Der Mann soll für sie sorgen, sie führen, das war's. Genauer mag sie nicht drüber reden. Dabei wird in Indien diskutiert, öffentlich und laut. Frauen nehmen nicht mehr hin, von sexueller Gewalt bedroht zu sein. Vergewaltigungsfälle haben das Land erschüttert. Sicher, Prita sucht einen Mann, aber sie hat auch Angst vor Männern. Hier ist doch schon so viel passiert. Für uns Frauen gibt es keinen Schutz. Hier zum Beispiel im Bus sind wir nicht sicher. Thank you.
Was ist los in diesem Land, wo mir so viele schöne Menschen begegnen? Wo finden sich Mann und Frau? Pinky beginnt ein neues Leben. Ob richtig oder falsch, sie weiß es nicht. Sie ist weg aus ihrem Dorf, abgehauen, weil sie es zu Hause nicht mehr aushielt. Sie irrte durch ganz Indien und landete in Kalkutta. Pinky hat beschlossen, ihren Körper zu verkaufen. Ihr neues Leben heißt Prostitution. Ich hatte mal Träume vor meiner Hochzeit, aber das ist alles vorbei. Über mein Leben denke ich nicht mehr nach. Und jetzt will ich nicht mehr träumen. Pinky träumte wie so viele junge Mädchen. Dann musste sie heiraten, sehr früh. Ihre Familie wollte es so. Mein Mann hat angefangen zu trinken und mich zu schlagen. Er hat mich in seine Fabrik genommen. Dort hat er mich gequält. Er schlug mich, missbrauchte mich. Alle anderen haben zugesehen. Eine Frau steckte Pinky eine Telefonnummer zu. Eine Nummer aus Sonnagashi, ein altes Stück Kalkutta. Ein riesiges Rotlichtviertel, es beginnt gleich hinter den Hauptstraßen der Stadt. Mindestens 10.000 Prostituierte sollen hier arbeiten. Es fällt schwer, Sonnagashi zu erklären. Das Viertel wirkt verstörend, auch weil hier viel gelogen wird. Jede Gasse hat einen anderen Boss, so scheint es. Fast jede Frau hier wurde schon vergewaltigt. Männer nehmen sich, was sie wollen, und Polizei sehen wir nicht. Aber eine Frau hat keine Angst und sie wird gefürchtet. Bharati Dee war selber Prostituierte. Jetzt führt sie eine Organisation, die Hilfe für Frauen anbietet zwischen den Bordellen. Bharati ist so etwas wie die Bürgermeisterin, will die Frauen vor gewalttätigen Männern und der Polizei schützen und dabei schlägt sie auch zu. Gleich am Anfang, da habe ich eine Schlacht gewonnen. Ich habe gegen zwei Kriminelle gekämpft. Einen habe ich sogar umgebracht. Ich habe ihn auf der Straße totgeschlagen. Die Polizei kam und sagte, das ist Selbstjustiz. Ich sagte denen nur, haltet den Mund. Wo wart ihr, als dieser Typ Frauen vergewaltigt hat? Bestraft wurde sie nie. Eine Geschichte, die uns ratlos macht wie so vieles hier. Eine Hilfsorganisation inmitten mafiöser Strukturen. Wer ist hier gut und wer böse? In Indien heißt Liebe oft gleich heiraten, viel Verantwortung übernehmen, auch wenn die Paare noch sehr jung sind. Mal was versuchen, in den Tag hineinleben, vielleicht sogar ein Abenteuer. Unmöglich. Prita hat studiert Journalismus, aber mittlerweile arbeitet sie im Callcenter. Es ist also nichts geworden mit dem Traumjob. Jetzt hofft sie, den Traummann zu finden. Ein Mann, der sie ernährt, sie beschützt, den Vater ihrer Kinder. Und alles beginnt mit einer Kleinanzeige, die der Richtige lesen soll. Am Ende steht dann vielleicht die Liebe. Ja, ganz sicher. Du musst dir vertrauen, für den anderen da sein. Dann kommt die Liebe, ganz automatisch. Aber es braucht Zeit. Vor dem Café liegt Kalkuttas Bücherstraße, die College Street. Gedruckte Theorien über die Liebe gibt es hier, Liebesgedichte, Liebesromane, Bücher über die Liebeskunst. Das berühmteste kommt ja aus Indien, das Kama Sutra. Herr Dasgupta hat sie fast alle gelesen.
manche ganz offen, manche heimlich. Glücklich verheiratet ist er trotz arrangierter Ehe. Seit 35 Jahren liebt er seine Frau. Aber wie so oft bei der Liebe, erklären kann er es nicht. Das ist so schwer zu sagen in einem Wort. Was soll ich sagen? Liebe braucht einfach jeder. Sie ist ein Muss. Vielleicht auch einfach der falsche Ort, darüber zu sprechen, vor all den Leuten. Wir gehen nach oben, da hat er das Kamasutra versteckt. Das erste Mal, als ich vom Kamasutra hörte, da war ich 25, 26. Ein Kunde kam in den Laden und fragte danach. Ich wusste noch gar nichts über das Buch. Ein älterer Kollege hat es dann geholt, aber ohne es mir zu zeigen. Ein paar Sekunden später hat der Kunde schon gezahlt. Ich war zu jung und natürlich wollte ich das Buch auch sehen. Und nach Ladenschluss habe ich mir das Kamasutra geholt. Ich fand so viele aufregende Bilder, sexy Bilder. Ich habe es dann gelesen, ohne aufzuhören. Es hat ihn bis heute nicht losgelassen, das alte Buch, das Kamasutra, das 64 Wege der Liebe beschreibt. Die jungen Leute sollten mehr darin lesen, dann bekämen sie auch ihre Familienplanung in den Griff. Sie wären viel entspannter und arrangierte eben glücklich. Die meisten wissen doch gar nichts über Sex. Deswegen ist da viel Gewalt und viele sind unbefriedigt. Wenn sie sich besser auskennen würden, wüssten, wie ein Mann eine Frau lieben könnte, auf die verschiedenen Arten, die hätten besseren Sex, ein besseres Leben, ein besseres Ende. Kissing and the other things mentioned above should be done moderately. They should not be continued for a long time and should be done alternatively. Sie verstehen etwas von der Liebeskunst in Indien. Das Kamasutra haben sie in Stein gemeißelt, in Sandstein. Wir sind in Kacharau, Madhya Pradesh. Indien zeigt sich hier ganz schön freizügig. Vor 1000 Jahren, als die Tempel gebaut wurden, hat das keinen groß gestört. Aber heute? Thank you.
Anand kommt jeden Tag. Er hat sich der Liebe verschrieben. Nicht der Liebe zu einer Frau, der Liebe zu den Tempeln. Er führt die Touristen seit 40 Jahren. Die erotischen Figuren wurden geschaffen, um etwas zu lernen über das Leben. Lernen über das Leben, die Liebe, den Krieg, die Krankheiten, fast wie ein Schulbuch. Die Tempel sind den Göttern geweiht, wohl jeder schaut gern hin, aber es ist auch ganz schön peinlich. Alle schauen sie und lachen. Und das heißt doch, sie haben Spaß, sie erfreuen sich. Hier kann man sehr viel über den Sex lernen. Eigentlich sagen heute alle, wir sind offen. Wir kennen alles. Aber wenn wir das hier sehen, dann verstehen wir, wie offen und unverklemmt die Menschen vor Jahrhunderten waren. Jeder tut es. Jeder kennt sich damit aus. Und eine Sache will ich sagen, jeder schaut sich gern diese Bilder an. Aber öffentlich zugeben würde das keiner. Die indische Kultur, die indischen Familien erlauben es nicht, auch nicht heute, offen über Sex zu reden. Das ist ja die indische Kultur eigentlich, früher. Aber jetzt hat sich das dramatisch verändert. Damals war es sehr gut, sehr offen. Gerade wenn du es mit heute vergleichst. Auch Anand, der die Touristen führt, hat seinen Spaß. Und dann im gleichen Moment schreckt er zurück und schämt sich. Ja, natürlich. Ich bin doch ein Mensch, kein Teufel. Anand ist ein Mensch und oft ein Unglücklicher. Sein Leben steckt voller Sorgen und Krankheiten. Wenn ich all diese Figuren sehe, die Tempel voller Liebe, vergesse ich die schlechten Gedanken. Und manchmal vergesse ich sogar mich selbst. Sometimes I forget myself. Anand ist ein Mann, der die Liebe studiert hat, aber nur theoretisch. Eine Frau hat er nie gefunden. Heute ist er 66 und wahrscheinlich ist es zu spät. Die echte Liebe hat er abgeschrieben. Liebe sei ein Gottesgeschenk und er hat davon eben nichts abbekommen. Manchmal kann er nicht schlafen, wenn ihm klar wird, wie einsam er ist.
Anand lebt als Single, doch trotz aller Einsamkeit, er lebt nicht allein. Das wäre in Indien auch völlig undenkbar. Seine Familie ist bei ihm, Mutter, Brüder, Nichten, Neffen. Aber der Mann, der die Liebe erklärt, jetzt ist er ratlos. Wie soll ich etwas über Frauen sagen? Ich hatte doch nie was mit einer. Und wenn du nie eine Frau hattest, ja, dann bist du frustriert. You feel frustration. I feel frustration. Abends trinkt er gern einen Schluck Whisky. All die Bilder, die schönen Frauen von den Tempeln, manchmal nimmt er sie mit ins Bett. Und auch die Träume von der Liebe. After that I sleep alone. Nachts schlafe ich allein. And enjoy my life. Freue mich am Leben to dream. Und träume. In my mind. Im Norden von Kalkutta kaufen sich Männer Liebe. Oder das, was sie dafür halten. Wir sind zurück in Sonnagashi. 200 Rupien, keine 3 Euro, kosten 10 Minuten. Das Rotlichtviertel wirkt fast romantisch. Aber es ist immer wieder neu verstörend und brutal. Ohne die Frauen der Hilfsorganisationen geht für uns hier gar nichts. Nur mit ihnen laufen wir durch die Straßen. Sie sind sehr nervös, denn in Sonnagashi mögen sie keine Fernsehteams. Öffentlich filmen dürfen wir nicht. Wir drehen trotzdem, aber heimlich. Pinky haben wir hier kennengelernt. Auf den ersten Blick eine junge Frau, die fest entschlossen ist. Sie will bleiben, aber Pinky muss Fragen beantworten. Die Frauen untersuchen sie genau. Sie alle waren selber Prostituierte. Es fühlt sich nach Prüfung an. Sie wirken streng, aber niemand will Pinky den Beruf ausreden. Es geht nicht darum, was sie fühlt. Es geht darum, dass sie alt genug ist. Ich bin 20 Jahre alt, das werde ich auch nachweisen. Was sagt sie? Ende der Diskussion und unterschreibt. Pinky will Geld verdienen und es den Eltern nach Hause schicken. Aber ob sie bleiben darf? Die Entscheidung wird vertagt, sie bringen Pinky zum Arzt. Ein Röntgenbild soll nachweisen, dass sie über 18 ist. Wie kam Pinky nach Kalkutta? Sie gibt keine klare Antwort. Die Frauen, die hier bleiben dürfen, verlassen das Viertel so schnell nicht wieder, solange sie noch jung und schön sind in den Augen der Männer. Mit Liebe hat das wenig zu tun. Doch trotzdem, in einem Treppenhaus hat jemand "Ich liebe dich" an die Wand geschrieben. Ich hatte Streit mit meinem Mann, habe ihn aus Wut nicht reingelassen. Da hat er das in die Wand geritzt und ist für immer verschwunden. Mamatas Augen lachen. Aber das ist nur der erste Eindruck. Ihr Mann kehrte nie zurück. Er war einer ihrer Kunden. Er ist der Vater ihres Sohnes. Jetzt ist Mamata, die Frau mit den weinenden Augen. Als junge Frau kam sie nach Kalkutta, nach Sonnagashi, freiwillig, sagt sie. Aber das fällt schwer zu glauben. Sie wurde vergewaltigt, trieb ein Kind ab. Heute ist sie krank, weil sie nicht aufgepasst hat. Mehr will sie nicht sagen. Ich bin nicht so, dass ich 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 nicht so
Ja, ich hasse die Männer. Vor allem, weil mein Ehemann mich verlassen hat. Er hat mich weggeworfen. Dann hat sich diese Krankheit eingeschlichen. Ich habe diese Arbeit hier getan, trotzdem noch andere Jobs. Und ich habe mein Kind großgezogen. Ich musste diese Arbeit tun. Ja, ich hasse Männer. Wenn es Nacht wird in Sonagashi, strömen die Männer. Zu Hause warten ihre Frauen. Es sind oft arrangierte Ehen, nur gedacht, um Kinder zu zeugen. Hier in den Bordellen holen sich die Männer ihren Spaß für wenige Rupien. Mamata will heute nicht arbeiten. Der Sohn hat die Prüfung bestanden in der Schule. Die beiden leben in einem Raum. Wenn jetzt ein Kunde käme, müsste der Sohn draußen warten. Aber das passiert selten. Mit 40 will Mamata kaum noch einer. Und ihre Liebe, sie gehört heute ihm, dem Sohn. Bei Pritas Familie ist heute die Hölle los. Hallo? Das Telefon klingelt seit kurz nach 8. Die Anzeige wurde gedruckt. Hallo. Es hört sich eher nach Vorstellungsgespräch an. Beruf, Größe, Einkommen, darum geht es. Hallo? Am anderen Ende ist aber nicht der potenzielle Schwiegersohn. Eltern sprechen hier mit Eltern. Sie wollen mit meiner Tochter sprechen? Sie entscheiden wohl nach dem Klang ihrer Stimme. Nein, Sie sprechen erst mit mir. Sie sind ganz schön aufgeregt. Hoffentlich klappt es. Wir machen uns Sorgen wegen ihrer Hochzeit. Ihre Freundinnen sind jünger und schon verheiratet. Aber immerhin verdient sie Geld. Schon wieder ein Anruf. Hallo? Und gleich wieder aufgelegt. Der Herr will wohl zurückgerufen werden und Geld sparen. Kein guter Start für die Ehe. Pritas Traummann ist einer, der es ernst meint, der ihr die kleinen Träume erfüllt. Mit der Suche macht sie sich aber wenig Mühe. Sie wählt den leichten Weg. Alle Eltern wollen doch das Beste für ihre Kinder. Wenn ich eine Liebesheirat wählen würde, dann kann ich mich auch nicht beschweren. Meine Eltern würden mir sagen, du hast den Mann doch selbst gesucht. Wenn es aber mit der arrangierten Ehe nicht klappt, werde ich mich bei meinen Eltern beschweren. Prita hat gut 200 Freunde bei Facebook. Aber es ist kein toller Typ dabei oder alle schon vergeben.
Prita weiß auch, dass sie ein Sorgenkind ist. Die meisten wollen Frauen mit heller Haut. Ich bin denen zu dunkel. Und das zweite Problem ist, sie fragen oft nach Geld, nach einer zu hohen Aussteuer. Oft zahlen die Eltern der Braut. Das kann teuer werden, je nach Marktwert des Bräutigams. Hier werden sie hart verhandeln müssen. Und was wäre, wenn sich ihre Tochter verlieben würde? Auch kein Problem. Der Vater gibt sogar zu, es wäre besser. Irgendwann muss sie ja ihr eigenes Leben führen. Es wäre schon gut, wenn sie sich selbst einen Mann suchen würde. Dann würde sie auch wissen, wen sie heiratet. Hallo. Doch für die romantische Liebe sei Prita eben noch nicht reif. Für die Hochzeit aber schon. Hallo. Ja, bitte. Am Morgen treffen wir Pinky wieder. Die Frauen haben sie in eines der Bordelle vermittelt. Ihr echtes Zimmer zeigen, das wollen sie aber auf gar keinen Fall. Pinky wird für eine Frau arbeiten, die mit einem hohen Polizisten verheiratet ist. Da mögen sie keine Kameras. Also geht es in eines der vielen anderen Bordelle. Pinky hatte am Abend erfahren, dass sie bleiben darf. Begann sofort mit der Arbeit, wollte kein Geld verlieren. Aber auf den zweiten Blick merken wir, wie schwer es ihr fällt. Wenn ich ehrlich bin, es tut weh. Es bedrückt mich. Pinky geht es nicht gut, das ist nicht schwer zu sehen. Auch die Aufpasserinnen haben das mitbekommen. Aber es bleibt keine Zeit, lange nachzudenken. Sie müssen jetzt die Kondome verteilen. AIDS ist immer noch ein großes Problem hier. Aber die Kondome kommen zu spät. Pinky hat bereits eine Nacht gearbeitet. Ich denke nicht nach. Früher, als ich noch Hoffnung hatte, hatte ich noch Gefühle. Ich habe viel versucht, ich habe gelernt, aber jetzt habe ich keine Kraft. Ich bin so traurig, wenn ich andere Mädchen aus meinem Dorf sehe, die jetzt studieren. Pinky muss gehen, ein Kunde wartet, sagen Bharatis Frauen. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht wegläuft. Noch denkt sie vielleicht daran. Für mich ist Prostitution kein schlechter Beruf. Wenn eine erwachsene Frau sich dafür entscheidet, dann ist es gut. Viele sagen, die machen das doch nur für Geld. Aber jeder arbeitet doch für Geld, oder? Schwer zu sagen, welche Rolle Bharati und die Frauen hier spielen. Wir sind irritiert. Am Abend fragen wir nochmal nach Pinky. Sie arbeitet, aber wenn wir zahlen, könnten sie sie holen. Ein letztes Interview an der Hauptstraße. Unsere Fragen erreichen sie kaum noch. Pinky glaubt nicht mehr an die Liebe. Die Arbeit ist hart. Wenn ein Kunde gegangen ist, kommt nach ein paar Sekunden ein neuer. Die Frauen bringen sie zurück ins Bordell. 5-6 Freier braucht sie am Tag, um zu überleben. Alle Frauen haben uns erzählt, sie seien freiwillig in Sonagashi. Das fällt schwer zu glauben. Wenn es dunkel wird, singen sie in Goa von der Liebe. Immer sonntags spielt Dr. Allen und singt wie früher. Dr. Allen ist 65 und flieht nach Indien, wenn es zu Hause in England kalt und dunkel ist. Love is the best.
Goa, das ist so ein Ort, wo sich Indien gar nicht indisch anfühlt, eher westlich. Die Hippies pilgerten hierher und heute? Manche sind Hippies geblieben, manche ganz schön normal geworden. In Indien suchten sie die Liebe und suchen immer noch. Eine Liebe, die so anders sein soll als zu Hause, frei und ohne Regeln. It must be love, love, love. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. I suppose that people say. Ich vermute, viele Menschen sagen, das hier ist die Welt der freien Liebe. Die Frage aber ist, was sie damit meinen. Ist es körperlich oder was sonst? Ich genieße es einfach, hier zu sein. Aber ja, es entspricht seit langem meiner Art zu leben. Also mehr als ein Bürojob von 9 bis 5. Ich lebe so seit mehr als 25 Jahren. Vielleicht habe ich damit etwas spät angefangen. You sit round getting nowhere. Hey babe, I'm just about starving tonight. I'm looking for some action. I'm sick of sitting round here trying to write this book. I need a little reaction. Even if you're just dancing in the dark. Die freie Liebe, die unbeschwerte Lust am Leben. Komisch, dass sie ausgerechnet in Indien danach suchen, wo die Liebe so oft doch eingesperrt ist. Dr. Allen muss es uns erklären. Seine Nacht war kurz wie fast immer. Wir treffen ihn noch einmal am Strand. Ich denke, da ändert sich was, wie es ja auch in Europa geschah. Religion spielt nicht mehr eine so große Rolle wie früher und auch die jungen Leute bekommen mehr Freiheiten. So even the Indian youngsters are becoming more free. Aber das ist alles andere als einfach. Divya und Muazzam lieben sich heimlich fast wie Teenager. Sie ist 27, Hindu aus Jammu, er 29, Moslem aus Kaschmir. Für einen Tag sind sie nach Goa geflohen, die Eltern zu Hause ahnen nichts davon. Sie wollen einfach ihre Liebe genießen, aber im Land des arrangierten Glücks ist das oft nicht möglich. There should be no restrictions. Wenn sich zwei Menschen lieben, sollte es keine Grenzen geben. Wir sollten uns freuen, leben, lieben. Wenn sich zwei Menschen lieben, dann sollten sie wie Vögel sein, ohne Vorschriften in den Tag hineinleben. An einem tollen Ort sein, gemeinsam mit dem Menschen, den du liebst. Divyas Eltern sind kurz davor, für sie eine Ehe zu arrangieren. Sie sagt, es fühlt sich nicht richtig an. Die beiden wollen kämpfen. Wir suchen einen Weg, der schonend ist, die Kultur zu verändern und unseren Eltern zu erklären, wir lieben uns, uns gibt es. Wir wollen einen guten Weg finden. Wir wollen es ihnen einfach schonend beibringen. Es soll für sie erfreulich sein. Darum geht's. Trennen, das geht auf gar keinen Fall, sagen sie. Auch wenn die Eltern nicht überzeugt werden, es gibt einfach keine Alternative. Denn für Divya und Muazzam geht es hier um viel. Es geht um die Liebe. Love is a feeling, you know.
Liebe ist ein Gefühl, wenn zwei Frequenzen einfach zueinander passen. Wenn sie nicht da ist, geht's dir schlecht. Wenn sie ein anderer anschaut, bist du eifersüchtig. Wenn du etwas für sie tust, dann geht's dir gut. Wenn sie glücklich ist, das ist Liebe. Für mich ist Liebe etwas ohne Bedingungen, selbstlos. Vertrauen muss da sein, Verstehen, Freiheit. Und das Wichtigste ist Respekt. Nur vom Bücherlesen kommt die Liebe nicht. Liebe, das muss von innen kommen. Vertrauen musst du dir und dich verstehen. Das sind die beiden wichtigsten Punkte. Wenn das erfüllt ist, dann kommt auch ganz sicher die Liebe. Liebe kannst du nicht ersetzen. Auch ich war mal wirklich verliebt in einen Jungen, aber er liebte nur meinen Körper. Wir haben uns getrennt. Mein Ehemann hat mich auch verlassen und jetzt sagte ein anderer Junge, dass er mich mag. Und ich sagte nur, nein, ich kann nicht mehr lieben. Meaning of love. Was bedeutet Liebe? Liebe ist dafür da, um deine Sorgen zu vergessen. Der Kummer, der dir auf der Seele, auf deinem Körper und auf uns allen lastet. Ich habe all den Schmerz ertragen, weil ich mal geliebt habe. Um meinen Mann zu ernähren, habe ich mich verkauft und noch andere Jobs gemacht. Alles nur, weil ich ihn geliebt habe. Nur deswegen habe ich mich entschieden, das Kind, meinen Sohn, zu bekommen. Und dann hat mich mein Mann verlassen. Heute tut es einfach nur weh. Jeder glaubt doch an die Liebe, oder? Ich auch, ganz bestimmt. Aber es ist doch nicht so, dass du da rausgehst und dann findest du die Liebe. Sie kommt entweder zu dir oder eben nicht. Liebe kommt zu dir. It is something that will come to you. Pritas Eltern sagen, das Wichtigste sei, sich anzupassen. Dann klappt es auch irgendwann mit der Liebe. Sie haben jetzt die Kandidaten ausgesiebt. 40 Anrufe haben sie bekommen. 5 Männer sind in der engeren Wahl, vielleicht 6. Prita bleibt immer noch erstaunlich cool. Ich habe es nicht wirklich mit meinen Eltern besprochen, aber sie haben gesagt, die Männer sind in Ordnung. Pritas Eltern sind jetzt über 30 Jahre verheiratet. Die Ehe wurde arrangiert und sie sagen, es war gut so. Sie lebte nebenan, sie wurden einander vorgestellt, dann wurde geheiratet. Bald schon wurde Prita geboren. Und die Liebe? Ich bin nicht mehr so sicher, wann genau ich mich in sie verliebt habe, aber es ist passiert. Er ist schüchtern gerade vor seiner Tochter. Findet Prita ihr Glück? Wir wünschen es ihr. Einfach ist es ja nie mit der Liebe. Aber in Indien, so scheint es mir, besonders kompliziert.